Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 27. August 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 682 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Microspot, Collections, Offline, iOS, DisplayPort 2.0, Play Store, Easter Egg, Chromebook und Windows 7. Wie ihr gerade gehört habt, es sind einiges an Themen, die ich heute hier im Podcast verarbeiten darf. Zuallererst beginnen wir mit Microspot, der Schweizer Anbieter, der zu Coop gehört und da, wo Sirup integriert wurde. Die Schweizer wissen, wovon ich rede. Ja, die haben jetzt eine neue Webseite, ein neues Logo, einen neuen Shop und auch neue Möglichkeiten. Wer nämlich in 11 verschiedenen Städten der Schweiz wohnt, darunter gehört Basel, Bern, Biel, Fribourg, Genf, Lausanne, Luzern, Olten, St. Gallen, Winterthur und natürlich Zürich, der kann bis 12 Uhr bestellen und bekommt dann die Artikel noch am selben Tag geliefert. Aber ganz wichtig, es gilt nur für die Artikel, die das Wort Speed oder den Brand Speed drauf haben. Auch die Produkte, die eben das drauf haben, bekommen, sofern man bis 18 Uhr normal bestellt, im restlichen Teil der Schweiz die Gadgets oder Produkte am nächsten Tag geliefert. Da lobe ich mir Brack, da kann man, wenn man bis 17 Uhr bestellt, alles am nächsten Tag haben. Das ist natürlich, halt nochmals eine Stufe höher. Mal schauen, wie sich Microspot hier weiterentwickeln wird. Collections ist ein weiterer Weg, bei dem Netflix versucht, uns den Content schmackhafter zu machen. Anscheinend ist die KI nicht ganz so gut, die im Hintergrund einem Filme und Serie empfiehlt. Das empfinde ich teilweise als treffend, teilweise nicht ganz so treffend und manchmal überhaupt nicht treffend. Aber so ist es halt mit KI. Deshalb hat Netflix jetzt irgendwelche kreative Köpfe engagiert im eigenen Team, die Listen zusammenstellen, basierend auf den Faktoren wie Genre, Handlung und Charakterzüge, und somit stellen sie dann Listen zusammen, die man anschauen kann und eben, wenn man was gesehen hat, die nachfolgenden Sendungen. Das Ganze gibt es aktuell nur für die Nutzer in den Staaten, wie halt immer so das Ganze ist bei solchen Diensten. Mal schauen, ob es das auch bis zu uns schafft oder ob man das vorher schon wieder abschaffen wird. Weiter geht's mit Apple und die haben ja eine Walkie-Talkie-Funktion für ihre Apple Watch. Die ist beim einen oder anderen beliebter und beim einen oder anderen eben auch weniger beliebt. Und die hat man anscheinend auch aufs iPhone bringen wollen. Apple hat da an einer Möglichkeit gearbeitet, zusammen mit Intel. Das Ganze sollte auf einer niedrigen Frequenz laufen, so dass es eben auch funktioniert, wenn kein wirkliches Netz da ist. Aber nicht wie auf der Apple Watch, wo man das Ganze mit Ton, also mit Tonsignalen überträgt, sondern Ton zu SMS. Kann man machen, muss man aber nicht. Mal schauen, ob es da sowas ins nächste iPhone schaffen wird. Zumindest die ganze Modemsparte gehört ja Apple mittlerweile von Intel. Oder haben sie sich angeeignet, besser gesagt. Gestern Abend kam eine große Update-Orgie. Wer ein iOS-Device besitzt oder macOS-Device, der sollte ein Update anschmeißen. Also iOS-Devices genau gesagt, iPhone, iPad und iPod Touchs, da gibt es jeweils ein Update auf die Version 12.4.1 und es geht vor allem um Sicherheits- und Stabilitätsupdates. Man geht stark davon aus, dass es der neueste Jailbreak ist, der da jetzt gefixt wird, der dann nicht mehr möglich ist. Die WESA, der Video Electronic Standard Association, die hat diesen Sommer eine neue Spezifikation für ein DisplayPort 2.0 veröffentlicht. Das Ganze geht erst ab Ende 2020 an den Markt. Das heißt, erste Geräte, die diesen Standard sprechen können, wie gesagt, ab wahrscheinlich Weihnachten 2020 gekauft werden. Und was kann der ganz genau? So ziemlich vieles. Bis jetzt war möglich eine Bandbreite von 25,92 Gigabyte pro Sekunde zu nutzen. Neu sind 77,4 Gigabit möglich. Das heißt, ihr könnt 4K mit bis zu 144 Hertz
im Minimum durchschleusen und im Maximum 16K bei 60 Hertz. Und das sind natürlich ziemlich, ziemlich große Datenmengen, die da durchgeschleust werden. Wenn wir das ein bisschen aufschlüsseln würden, wären das, jetzt muss ich noch mal kurz nachschauen, genau, 3 4K-Monitore, die gleichzeitig 90 Hertz befeuern, 2 8K-Monitore mit 120 Hertz oder eben ein 16K-Monitor mit 80 Hertz. Bis wir da angelangt sind, wird es noch ein Weilchen gehen, vor allem bis es auch bezahlbar ist. Dann, wer ein Android-Smartphone hat, hat es eventuell schon mitbekommen. Das Update kommt ja nicht über das Gerät ausgeliefert, sondern aus der Cloud direkt. Der Play Store hat ein neues Design bekommen. Also neues Design wäre ein bisschen übertrieben. Das Ganze ist ein bisschen übersichtlicher, ein bisschen weißer, ein bisschen cleaner geworden. Und ja, man hat schneller die einzelnen Bereiche, die man da anvisieren kann. Finde ich definitiv nicht schlecht und freue mich, wenn auch meine Geräte das Ganze bekommen. Bis jetzt habe ich erst zwei davon, die da ein Update mitbekommen haben. Dann nochmals bei Google bleiben wir. Der Zauberer von Oz, The Wizard of Oz, der feiert aktuell sein 80-jähriges Bestehen. Also vor 80 Jahren kam der Film in die Kinos und das ist ein Ding, wo Google halt immer wieder mal auch Easter Eggs einbaut, wenn solche Dinge, so geschichtliche Dinge passieren. Und so ist es auch geschehen, wenn ihr bei der Google-Suche, der eine oder andere kennt es vielleicht von euch schon, Zauberer von Oz eingibt, das suchen lässt, kommt oben rechts dann neben dem Titel so ein rotes Schuhpaar hervor, da klickt ihr mal drauf und schaut dann, was passiert. Für alle, die es nicht von alleine merken, nachher einfach auf den Wirbelwind klicken, dann kommt ihr wieder zurück. Coole Animation und ja, bei Google macht man ja immer wieder solche Geschichten. Auch macht man bei Google andere, eher unschönere Geschichten, denn mittlerweile hat Google herausgegeben mit so einem Support-Dokument, wie lange das Chromebooks unterstützt werden. Und das sind maximal 6 Jahre. Und zwar nicht vom Datum, wo das Gerät rauskommt, sondern das ist abhängig vom Chip, den der Hersteller verbaut. Und wie wir ja leider wissen, verbauen die meisten Chromebook-Hersteller oder Ultrabook-Hersteller eher ältere und schwächere Chips, die halt schon das eine oder andere Jahr auf dem Buckel haben und dann könnt ihr euch ausrechnen. 6 minus die Anzahl Jahre, die ihr schon auf dem Buckel habt, kann dann ziemlich schnell gegen 2-3 gehen. Und dann habt ihr eine Kiste zu Hause, die keine Updates mehr bekommt. Ist ja fast wie bei Android. Aber ja, ist ja auch Google. Da müsste man schon was anderes kaufen. Schöne Zahlen übrigens sind hier drin, wie das auf der Windows-Seite ausschaut. Da haben, wenn man es nach Marktanteilen anschaut, fast 40% der Rechner noch Windows 7 drauf. Das heißt, 40% der Rechner auf dieser Welt, die Windows drauf laufen haben, sind älter als 7 Jahre. Und davon sollen bei den ganzen Anteilen rund 60% mobile Geräte sein, also Ultrabooks und Laptops und was es da noch alles so gegeben hat früher. Zu guter Letzt kommen wir noch und bleiben bei Windows 7. Ja, das Teil gibt es immer noch und es setzen auch eben noch einige Menschen ein, zwischen 2 und 38%, je nach Statistik, die man daher nimmt. Bei Kaspersky sind es eher 38, bei Microsoft selber kommt man auf rund 32%. Und ja, die können ja ab nächsten Jahr, und zwar schon ziemlich früh, ab Anfang Januar, 14. Januar 2020, auf keine Updates mehr hoffen. Auch da sind wir wieder bei dem Thema. Ja, entweder updatet ihr da auf Windows 10, würde ich sowieso wärmstens empfehlen, oder kauft euch eine neue Schüssel. Oder geht auf mobil, wie auch immer. Aber auf jeden Fall tut etwas, denn es gibt nichts Verrückteres, als mit nicht sicherheitsgepatchten Maschinen in diesem Internet rumzusurfen. Das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr seid morgen am Mittwoch wieder mit dabei. Euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg und bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.